Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, zwar heute mit einem Tag. Dieser Tag macht ja im Moment die Runde und zwar geht es um die Top 5 der Buchflops. Deshalb wollte ich einfach auch mitmachen und habe jetzt 5 Bücher herausgesucht. Es ist einfach so, es sind einige Bücher, die habe ich erst vor kurzem gelesen und euch gezeigt. Also ihr habt teilweise die schon gesehen. Das Problem ist einfach, wie es viele machen, mache ich das oft auch so, wenn ich die Bücher total schrecklich fand. Verschenke ich sie, vertausche ich sie, verkaufe ich sie, aber ich lasse sie ganz selten in meinem Regal stehen. Ja, deshalb fangen wir mit dem ersten Buch an, was ich, da ist auch noch Lesezeichen drin, und zwar Der hellste Stern am Himmel von Marion Keyes. Das hatte ich ja im Februar abgebrochen. Das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ich mochte die alten Marion Keyes Bücher sehr, sehr gerne, aber das war unglaublich langweilig, langatmig. Es ging um die Bewohner der Dublin Star Street 66. Aber mir waren viel zu viele Charaktere da drin. Dann, ja, total die langweiligen, belanglosen Themen und ja, überhaupt nicht meins. Hat mir absolut nicht gefallen. Schade, wie gesagt, ich mochte die frühen Marion Keyes Bücher sehr, sehr gerne, aber das war ein absoluter Flop für mich. Dann das nächste, das hatte ich letztes Jahr im Sommer gelesen, und zwar von der Laura Brody, ich weiß, du bist hier. Auch von diesem Buch habe ich mir ganz, ganz viel erhofft. Ich wollte das ganz lange haben und fand es dann richtig, richtig schlecht. Und zwar geht's um David und Sarah. David ist wohl bei einem Kajakunfall ums Leben gekommen, aber auf einmal sieht Sarah ihn wieder überall. Sie sieht ihn im Supermarkt, sie sieht ihn vor ihrer Tür und so weiter und so fort. Und man weiß dann nie so richtig, ist es Realität, ist es nur Vorstellung von ihr. Ich fand es aber auch sehr, sehr langweilig. Ja, ich finde die Idee gut, aber ich fand, man hat nicht wirklich viel draus gemacht und nee, hat mir gar nicht gefallen. Dann auch ein Buch, was ich letztes Jahr, glaube ich, gelesen habe, und zwar von der Steffi von Wolf, Ausgezogen. Fand ich genauso langweilig. Und mich haben die Charaktere darin furchtbar genervt. Und zwar ging es um, weiß gar nicht mehr, wie viele Freundinnen, die jetzt direkt nach dem Abitur in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Und ich fand die so furchtbar, weil die waren so naiv, so doof. So doof kann man eigentlich gar nicht sein, auch wenn man noch so jung ist, teilweise so richtig. Ach, nee, ging gar nicht. Fand ich wirklich furchtbar. Ich habe hauptsächlich Chicklet, stelle ich fest, ne? Dann von Gil McNay, Komme, was wolle. Hat mir auch nicht wirklich gefallen. Und zwar ging es hier um Joanna. Joanna hat ihren Mann verloren. So weit, so gut. Darum kann sie sich das teure Leben, ich glaube, in London nicht mehr leisten. Und zieht in irgendein kleines Dorf. Dort übernimmt sie den Wollladen ihrer Oma. Ja, war auch nicht gerade der Reißer. Die Charaktere haben mir nicht gefallen. Das mit dem Wollladen, also leider auch gar nicht meins. Und ein Flop. Wie gesagt, ich habe echt fast nur so Chiclet-mäßig. Eigentlich nur, ne? Weil das letzte hatte ich euch auch schon gezeigt. Und zwar Ein Prinz für die Köchin. Ja. War auch überhaupt nichts meins. Ich mochte die Charaktere auch wieder nicht in diesem Buch. Ich könnte ja mal noch sagen, worum geht es. Es geht um Imogen. Imogen lebt eigentlich in London, ist da aber nicht so glücklich bei ihrer Familie, weil sie das Mädchen für alles ist. Ihr größtes Hobby, das Kochen, darf sie nicht ausleben, weil ihre Mutter findet, dass das unnötig ist. Und als Anlaufstation hat sie eigentlich nur die Nachbarin. Diese verhilft ihr dann zu einem Job an der Côte d'Azur. Sie flieht dann aus London, geht an die Côte d'Azur und ist dann dort Hilfsköchin. Also hilft in einem Sternerestaurant, ja. Also mir haben die Charaktere nicht gefallen. Dann fand ich es für mich schwierig, wenn da so viel Französisch drin war. Ich habe kein Französisch gehabt, ich kann kein Französisch. Da fand ich es schwierig. Dann, ja, die Handlung war sehr, sehr flach und vorhersehbar und ja, war leider auch nicht mein Buch. Ja, das waren meine Top 5 der Buchflops. Ich habe Flops. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.